Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind immer noch in Horstberg. Wir haben ja gesagt gehabt, dass wir hier weitermachen werden, denn es gibt Gebiete, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Und zwar hinten hier an der Burg gibt es hier ein Leuchtfeuer, da kommen wir noch nicht hin. Deswegen werden wir einmal versuchen, die Map komplett freizuschalten. Und wenn es nicht klappen sollte, dann machen wir weiter mit Nebenmissionen. Es gibt ja noch einige Nebenmissionen, die wir abschließen können. An der Kreuzung jetzt nicht. Aber am Leuchtturm und hier am Erlassenwald gibt es Nebenmissionen. Und die werden wir uns dann auch anschauen. Aber jetzt erstmal hier in Horstberg weiter. Wir haben uns hierhin teleportiert und sind einfach runtergelaufen. Mehr haben wir nicht gemacht. Hier sind wir jetzt an der geschützten Lichtung und ich sehe hier, dass es Truhen gibt, die man looten könnte. Und auch einen Weg, dass man anscheinend noch freischalten muss. Also heißt es für mich, herausfinden, wie. Also das blaue Leuchten ist immer nice. Nochmal 50 Behüterwissen. Das hier zerstören? Ja. Da hinten noch? Oh, nice. Nice, 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 nice. Sehr schön. Gehen wir direkt hoch. Bevor wir hochgehen, hier mal reinschauen. Kleine Tour. Oh, nice. Verstärkte Riemen auf legendär. Geisteskrank. Geisteskrank. 10 Resistenz bewirkt unnachgiebig, wenn du einen Trank benutzt. 25% Dauer von Vorteilen. Gar nicht mal so schlecht. Wir müssen schauen, ob wir hier den Gürtel mal rausnehmen. Weil es gibt schon bessere Gürtel. Aber das machen wir später. So Equipment machen wir später. Jetzt sind wir ja erst am Looten. Und Nebenmissionen abschießen. Wir werden noch einiges finden. Oh shit. Was ist das? Die Reihenfolge kennen wir noch nicht. Kriege ich die Tür auf? Nö. Die Reihenfolge kenne ich noch nicht. Das wäre jetzt raten, wenn ich einfach irgendwas machen würde. Wir laufen hier mal rum. Schauen uns erstmal überall um. Oh. Okay, was ist das für ein Gebiet? Da hätte ich eigentlich hinkommen können, okay. Hier waren wir schon gewesen. Da gibt es noch einen schwarzen Bereich. Anscheinend sind wir im letzten Video einfach hier vorbeigelaufen und haben das nicht gesehen gehabt. Die geschützte Lichtung. Aber alles gut. Wie geht diese Truhe? Hier waren wir, haben aber etwas vergessen. Schaut euch das an. Kristalle vergessen. Oh, okay, hier ist einer. Aber es hilft mir nicht. Da ist einer. Irgendwie muss mir doch die Richtung angezeigt werden. Wie ich die anordnen soll. Was ist mit dir, Bro? Dass hier mal einer an, wer da ist. Ich bin Wächter Augustin. Ihr wisst, wie man Eindruck macht. Wenn auch auf ein wenig ungestüme Art. Redet ihr von der Sache mit dem ersten Wächter? Wovon sonst? Ich war früher selbst ein Hitzkopf. Aber das ist schon eine Weile her. Also ich sehe ganz viele von denen hier. Einer schaut in diese Richtung, einer schaut in diese Richtung. Aber ich erkenne noch keine Reihenfolge. Ich kenne noch keine Reihenfolge. Wisst ihr, das wäre jetzt raten. Also der schaut in diese Richtung, definitiv. Alles schaut. Vielleicht muss alles in diese Richtung schauen. Das kann ja auch sein.
Nein. Alles in diese Richtung. Aber so einfach kann es nicht sein, dass alles in dieselbe Richtung schaut. Kann ich mir nicht vorstellen. Es leuchtet. Ah, ich hab's verstanden. Es gibt diese Fackeln. Und ich muss die zum Leuchten bringen. Okay. Einer muss in diese Richtung schauen. Definitiv. Leuchtet was? Nein. Da. So, leuchtet. Und jetzt die Frage. Ich glaube, das muss weg. Die Richtung? Jawohl. Da unten leuchtet es. Da, da, da. Nice. Das war Zufall, dass ich das gesehen habe. Nice, Monsterleder. Von Devin nochmal. Jetzt ist die Question of the Question. Wie kommen wir hier durch? Das ist noch nicht freigeschaltet. Hier gäbe es noch einen Weg. Das können wir uns mal anschauen. Also ich weiß ja nicht, ich komme wahrscheinlich der 100% nicht so nah, wie ich es mir wünschen würde, aber es ist einfach so viel zum Looten hier, Leute. Wenn ich aber sehe, dass ich manche Teile auf Legendär bekomme, dann heißt es für mich, dass ich den 100% näher komme. Aber 100% heißt, es geht nicht mehr. Und das ist ja legendär. Ab legendär gibt es ja keine höhere Stufe mehr. Hier gibt es keinen Weg, Leute. Es gibt keinen Weg dahin. Das ist schon der zweite Bereich, wo ich mir denke, da gibt es keinen Weg dahin. Lass mal diese Truhe hier looten. Die habe ich nicht vergessen. Die machen weg von Hausberg, Leute. Ich glaube, wenn wir weiter in das Story voranschreiten, geht es weiter. Aktuell ist es aber so, dass wir hier nicht weiterkommen. Ich glaube, ich werde die Quest von Devin abschließen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass ich mit Devin hier weiter vorankommen würde. Tu es, glaube ich, da oben. Ja. Okay, ich komme noch nicht zur Truhe, oder was? Ja, ich komme noch nicht zur Truhe. Truhe ist da drin. Oh, wieso gibt es hier so viele Verstecke? Das kann doch nicht wahr sein! Ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen. Ciao. Och, keine bekommen. Auch gut. Achtung, davon! Jetzt haben wir welche bekommen. Gut. Leute, ich würde mal sagen, wir machen hier einen Cut und machen mal mit der Quest von Devin weiter. Dafür müssen wir einmal zum Leuchtturm zurück. Weil ich habe das Gefühl, dass wir Horseback noch nicht komplett freigeschaltet haben. Werkstatt können wir noch aufwerten, sehr nice. Da sind wir schon Stufe 8. Geisteskrank. Was machen wir zuerst? Stärke führt zur Meisterschaft. Wow. Wir haben neue Verzauberungen freigeschaltet. Jetzt würde ich einmal schauen, ob wir was Besseres ausrüsten können. Oh, das ist cool. Das würde voll zu meiner Waffe passen. Haben wir einen neuen Stab? Nee. Das würde voll dazu passen, Leute. Nehmen wir das mal.
Auch wenn es schlechter ist. Das bleibt definitiv. Aha. Die brauchen auf jeden Fall mal neue Ausrüstung, Leute. Hier. Das ist halt nice, aber ihr habt dann keinen Schaden mehr. Das könnten wir nehmen. Das Problem ist aber, dass wir keine Nekrotik machen, sondern Feuerschaden. Deswegen ist eigentlich mehr Mana besser für uns. Will halt jetzt nicht umswitchen auf Nekrotik. Dafür fehlt uns die passende Waffe. Lassen wir das erstmal. So, wir haben hier unser Trinkgurtgürtel. Ich würde gerne das hier nehmen. Schauen wir uns die anderen Sachen an. Kälteschaden. Kälteschaden ist auch nice, weil wir auch ganz viele Kälte-Attacken haben. Aber ich finde das hier noch besser. Nehmen wir das mal. So, was haben wir hier? Waffenschaden. Schaden durch Dauerfertigkeit. Stauchen durch Dauerfertigkeit. Nee. Dauer von Resistent. Effektivität von Resistent. Die Gesundheit wird 10%. Nee. Das lassen wir so. Hier haben wir Schaden durch Bluten, Schaden gegen blutende Pfeile, Dauer von blutend. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit, blutend auszulösen. Deswegen haben wir das reingemacht. Gut, was haben die Gefährten? Bellara hat einen neuen Ring, hat gar nichts. Verstehe ich nicht, wieso es leuchtet, wenn da nichts ist. Okay, wir sind fertig. Aufwerten. An, Bewohnerin. Zack, Stufe erhöhen. Wir haben ja noch genug Cash. Das einzige Thema ist, dass wir davon wenig haben. Deswegen konzentriere ich mich erstmal auf meine Waffe. Auf den Stab. Ja, jetzt fehlen uns Materialien. Krass. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen, Leute. Aber die Ausrüstung können wir noch leveln. Das auch. Karnes. Zack. So, jetzt einmal zurück zu Rook. Wir könnten hier mal einmal verzaubern. Und zwar den Stab. Wollten ja auf Level 8 warten. Neue Sachen dazu bekommen. Rüstungsschaden. Nehmen wir mal einen Rüstungsschaden rein. So, Helm bekommt noch etwas. Feuerresistenz, Dauer von erhalten Heilung. Körperliche Resistenz. Gesundheit. Ey, wir nehmen Gesundheit. Oder sollen wir Verteidigung nehmen? Beides nice. Ich glaube, ich nehme Verteidigung. Okay. So, wir sind ready. Wir sind ready. Wo ist Derwin? Ist doch Derwin. Sieh nach Derwin. Ja. Ich bin manchmal nicht sicher, wer das alles ist. Hast du eine Mission oder nicht? Devrin? Ich habe eine Mission für uns. Devrin, wegen Weißhaupt. Es tut mir leid, geht es euch gut? Ich möchte nur sicher gehen, dass es euch gut geht, nach allem, was... Das würde ich nicht sagen, nein. Das ist Runau. Maimon. Anya. Wir haben immer darüber geredet, wer von uns irgendwann einen Erzdämon töten würde. Wer sterben würde, damit andere weiterleben können. Ich bezweifle, dass irgendeiner von uns dachte, dass es tatsächlich dazu kommen würde. Als es soweit war, habt ihr den Wächtern Ehre gemacht. Hab ich das? Ich bin nämlich noch hier. Sie nicht. Sie waren Helden.
Wir können sie nicht wieder lebendig machen. Aber sie sind zumindest als Helden gestorben. Und ich hätte ihnen folgen sollen. Wenn ein grauer Wächter einen Erzdämon tötet, müsste er sterben. Wer kann schon sagen, was passiert ist? Vielleicht haben die Götter ja irgendwas verändert, sodass die alten Regeln nicht mehr gelten? Wieso ist es so ein Problem für euch, dass ihr noch lebt? Weil ich nicht damit gerechnet hatte. Graue Wächter wissen, dass ihre Zeit irgendwann abläuft. Das hat mich angetrieben. Uns erwarten noch mehr Kämpfe. Und wenn wir letzten Endes gesiegt haben? Dann macht ihr, was ihr am besten könnt. Ihr jagt Monster. Das können viele. Ich rede hier von einer Bestimmung. Ich fühle mich wie eine Klinge, die all die Jahre hinweg geschärft wurde, um es mit der schlimmsten Finsternis der Welt aufzunehmen. Und diese Klinge hat ihre Aufgabe in Weißhaupt erfüllt. Was jetzt? Ihr zieht Asan groß, um eine Welt zu erschaffen, in der das Licht die Finsternis überstrahlt. Ach ja? Na dann sage ich euch mal was. Dafür werde ich deutlich mehr Ingwerwurztrüffeln brauchen. Willkommen zurück. Das klingt schon eher nach euch. Schön, dass ihr wieder zurück seid. Irgendjemand muss dieses gefiederte Monster doch füttern. Ihr lebt, um zu dienen, mein Freund. Tja, mein Junge, wir haben uns wohl gegenseitig am Hals. Du wirst mich nicht los. Und vielleicht verstehe ich auch irgendwann mal, was das bedeutet. Okay, da das jetzt geklärt ist, könntet ihr und Lucanus vielleicht versuchen, das Kriegsbeil zu begraben? Ja, möglicherweise. Er hat auch keine ganz einfache Zeit hinter sich. Ich weiß, die Geschichte mit Ghislaine setzt ihm ganz schön zu. Dann sagt ihm das. Denn miteinander zu streiten wird uns nicht dabei helfen, die Götter zu besiegen. Aber wir haben Hilfe. Die Wächter, die Schattendrachen, die Krähen, die Schleierspringer. Wir stehen alle zusammen. Das tun wir. Aber sie alle haben ihre eigenen Probleme. Wenn wir ihre Hilfe wollen, müssen wir zunächst ihnen helfen. Höre ich euch gerade dabei zu, wie ihr einen Plan entwickelt? Möglicherweise. Danke, Devrin. Okay, anscheinend gibt es doch keine Mission. Ich habe echt gedacht, es gibt eine Mission, Leute. Das macht mich gerade ein bisschen traurig. Aber richtig traurig. Naja, es gibt aber andere Missionen. Belara. Wir machen direkt zu Belara, Leute. Belara ist für mich die wichtigste in meinem Team. Und ich freue mich immer, wenn es Belara-Missionen gibt. Aber das ist wieder das etwas kann ich anderes. Nicht sagen. Wer hat euch erschaffen? Das kann ich nicht sagen. Was könnt ihr denn sagen? Das kann ich nicht sagen. Man muss sich die Fragen stellen. Das habe ich verdient. Der Archivgeist funktioniert also. Rook, ihr seid hier. Und ja, tut er. Irgendwie. Ein bisschen. Er erscheint zwar, will mir aber nichts verraten. Ja, die richtigen Fragen stellen. Nicht die falschen Fragen. Eine Unzulänglichkeit, die bei den geistig Schwachen häufig zu finden ist. Cop. Und das kommt noch hinzu. Er ist irgendwie gemein. Beleidigt ihn ebenfalls. Ihr könntet ihn ebenfalls beleidigen. Vorausgesetzt natürlich, ihr wisst, wie man einen Geist beleidigt. Na, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Wie würde man das anstellen? Emmerich könnte es vielleicht wissen. Das wäre eine Idee. Sirion hat viel herausgefunden, mich vieles gelehrt über diese Archive. Sie haben, naja, keine Gedanken wie wir, aber eine Art Struktur, schätze ich. Sie können nur bestimmte Fragen beantworten, die auf eine bestimmte Weise formuliert sind. Also, wenn ihr mächtig wärt, nahezu gottgleiche Macht besäßt, wie würdet ihr dann mit jemandem reden, den ihr als weit unter euch stehend betrachtet? Herablassend, schätze ich. Ziemlich herablassend. So habe ich das zumindest bisher erlebt. Ganz genau. Ihr würdet keine Fragen stellen, sondern Anweisungen geben. Versuchen wir es mal. Archiv, sagt mir, wer euch erschaffen hat. Einer der größten Elvenens. Ein Bewahrer seiner Pracht.
Ich war wahrhaft gesegnet, seiner Wärme teilhaftig werden zu dürfen. Anaris hat mich erschaffen. Und eines Tages werde ich zu ihm zurückkehren. Ihr meint den Vergessenen? Das kann ich nicht sagen. Ja, richtig. Das waren wir. Ein Vergessener? Ein Vergessener? Meint ihr die bösen Götter, mit denen Eltern ihren Kindern Angst machen, damit sie brav sind? Sprecht ihren Namen nicht aus, sonst kommen sie euch holen. Aber inzwischen wissen wir ja, wie die sogenannten guten Götter waren. Wie sie wirklich waren, meine ich. Wer kann also schon sagen, was sie tatsächlich waren? Die Vergessenen. Es hieß immer, Solus wäre einer von ihnen. Im besten Fall waren sie also wie er. Im schlimmsten Fall? Naja, ihr habt den Geist ja gehört. Also ich denke mal, eins steht fest. Wenn dieses Ding einem von ihnen gehört hat, ist es gefährlich. Ja, vermutlich. Aber auch wichtig. Und von unschätzbarem Wert. Es weiß alles, was Anaris wusste. Und meine Leute verdienen es, das alles zu erfahren. Jetzt muss ich es nur noch dazu bringen, es mir zu erzählen. Gut, was ihr tun müsst. Ihr habt hier eine Möglichkeit, mehr über unser Volk herauszufinden. Und die solltet ihr auch nutzen. Seid einfach vorsichtig und versucht, nicht irgendein Chaos heraufzubeschwören. Alles klar. Danke, Rock. Jeglicher Dank gebührt Anaris, denn er wird die despotischen Evanoris stürzen und den ihm rechtmäßig zustehenden Platz einnehmen. Wie schade, dass ich nicht noch länger bleiben kann. Viel Glück. Na, besten Dank für die Unterstützung. Okay, Bellara gefällt das, sehr schön. Bellara wird noch irgendwas Krasses herausfinden, Leute. Ich hab das irgendwie im Gefühl. Gut, bevor wir jetzt die anderen Quests abschließen, ich überlege die ganze Zeit, ob ich mit Emry sprechen soll, ehrlich gesagt, möchte ich einmal diese Erlethen-Quest abschließen. Die habe ich schon gesehen gehabt. Und bevor wir irgendwas machen, gehen wir dahin. Ich will, wie gesagt, alle Nebenmissionen abschießen. Und ich finde es einfach nur krass, wie viel Story die in dieses Spiel gepackt haben. Ich glaube, wir machen... Also, ich glaube, seit 30 Stunden nehmen wir schon auf, ungefähr. Insgesamt. Und das Spiel hört einfach nicht auf. Jetzt werden das ist geistkrank. Lass mir hier einkaufen. Langaufstieg. Lass mal hier ein bisschen was verkaufen, damit wir einmal lang aufsteigen können. Weil wir haben das tatsächlich nicht in vielen Bereichen gemacht, dass wir lang aufgestiegen sind. Das wäre schon nice, wenn wir neue Sachen kaufen können. Wir sind im Endgame-Bereich. Da müssen wir schon ein bisschen stärker sein. Und da gehört auch hier die Ränge erhöhen dazu, damit wir die richtigen Materialien kaufen können. So, wenn wir hier ein bisschen was verkaufen, wird es schon klappen. Wir haben echt viel. Und Gold brauchen wir so oder so ein bisschen. So, zack, 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 zack. Okay. Hier noch ein bisschen was. Wir haben gerade mal 5000 Gold. Ist nicht viel. Wir können nicht leveln, verdammt. Es fehlt noch so viel. Sollen wir echt alles verkaufen? Im Endeffekt brauchen wir das ja auch nicht, oder? Oh, bin mir nicht sicher. Lass lieber etwas kaufen. Ich kann nichts kaufen, was sie benötigen. Verdammt. Hier ist was. Was ist das hier? Ein Geschenk. Oh. Es gibt auch Geschenke. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste das echt nicht. Schaut euch das an. Dreimal behütete Wissen. Was wir nicht kaufen können. Und es gibt Geschenke. Ey, das wusste ich echt nicht, Leute. Erzählt euren Freunden von mir. Sagt ihnen, bei Amelia finden sie alles, was sie brauchen. Geeignet für eine Schleierspringerin, Leute. Das machen wir dann später. Das schließen wir am Ende des Videos ab. Wenn Weißhaupt gefallen ist, wenn nicht einmal die grauen Wächter einen Erzdämon aufhalten können, ihr kämpft gegen Götter. Was ist mit... Was ist hier los? Achso, das ist die Quest. Okay, okay, okay. Ich wollte aber die Nebenmission hier abschießen. Bellara, ich brauche eure Hilfe. Elio. Was ist los? Könnt ihr mir helfen?
Eine Gruppe Schleierspringer, die in den Wald aufgebrochen ist, hätte längst zurück sein sollen. Sie haben nach Relikten gesucht. Wegen all den Problemen in letzter Zeit könnte es sein, dass sie eine Eskorte brauchen, um die Relikte sicher ins Lager zu bringen. Ich werde nach ihnen suchen. Das machen wir doch. Hier, falls jemand auftaucht. Machen wir doch direkt die Misere der Schleierspringer. So, eigentlich... Oh, was? Wieso sind hier so viele Quests wieder? Das kann doch nicht sein. What the heck? So ganz ehrlich, das ist geisteskrank. Da ist es. Das Lager der Schleierspringer. Halt geil, dass wir eigentlich alles freigeschaltet haben. Das Relikt ist einfach hochgegangen. Was ist mit dem Schleierspringer passiert? Er stand genau hier. Oh, das ist nicht gut. Wir müssen ihn finden. So, gibt es hier eine Truhe, die ich noch nicht habe. Wieso gibt es hier eine Truhe, die ich noch nicht habe, Leute? Ist aber seltsam. Oh. Okay, wir müssen runter. Hier hoch. Gott. Ich bin mir sicher, die Schleierspringer werden sich darüber freuen. Oh, ist das, ey, wieso hat er so viel Leben? Oh, wieso hat er so viel Leben, Alter? Hinten noch. Und schau. Noch mehr. Bis weiter. Wir schalten Erlefin jetzt nochmal komplett frei, Leute. Das war eine Ecke, die wir noch nicht freigeschaltet hatten. Geisteskrank. Ich dachte, ich bin hier komplett durch, aber anscheinend nicht. Je weiter man in der Story kommt, desto mehr Gebiete werden freigeschaltet. Wie geil das aussieht. Wie ist das nur möglich? Wo kommt das Wasser her? Aus dem Nichts? Wow. Eines dieser magischen Relikte der Schleierspringer muss hier irgendwo sein. Was macht man damit? Was? Eine räumliche Anomalie. Wir erreichen diesen Schleierspringer erst, wenn wir sie umgehen können. Alter, was? Wir müssen, glaube ich, die richtige Wege gehen. Um zu merken, wo was ist. Ist das hier? Schutzzauber? Ein Relikt hätten wir, aber uns fehlen noch welche. Kaum zu glauben, dass diese Dinger so viel. Oh, müssen die alle freischalten, oder was? Eine Sekunde, das müssen wir noch aktivieren. Gehen wir rüber. Boah, das ist hier richtig krass. Das wird richtig schwierig und kompliziert noch. Ich glaube, das Looten machen wir am Ende, Leute. Also ich kann mir vorstellen, dass es sonst zu kompliziert wird. Gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder zurück. Wieso? Klar, kein Problem. Weil wir rausgegangen sind. Okay, wurde aktiviert. Anscheinend gab es hier zwei. Seltsam. Bisschen runter. Oben sind noch welche. Oh, hier ist ein Typ, der chillt. Hi. Ihr habt mich gerettet? Ich bin gerettet? Ich bin am Leben?
Ich habe an dem Relikt gearbeitet und dann wurde alles dunkel und still. Es fühlte sich an wie nichts und nirgends. Ich muss nur wieder zu Atem kommen, dann finde ich alleine zurück ins Lager. Andere werden auch noch vermisst. Wir werden weiter nach ihnen suchen. So, andere werden auch noch vermisst. Eine Sekunde, ich bin kurz. Was machen? Zack, zack. Zack, okay. So. Gab es hier noch was? Nö. Also wir müssen das komplett zerstören, entfernen, je nachdem wie ihr es nennen möchtet. Hier gibt es eine Statue, die können wir aktivieren währenddessen. Irgendwo hier. Ja. So, eins ist hier. Eins müsste da oben sein. Zwei Stück. Hier ist einer. Und einer müsste wieder draußen sein, oder? In dieser Richtung. Da. Danke für die 100 Gesundheit. Nehmen wir gerne. Zurück. Das ist auch eine richtig nice Truhe, Alter. Die snacken wir dann auch. Hier komme ich noch nicht durch. Oh doch. Weil mal Wolf. Da ist wieder was Komisches. Explodiert dann immer, da muss man aufpassen. So, lassen wir das alles mal explodieren. Zack, alles weg. Gut, einmal kurz hier umschauen. Ist da ein Schutzzauber drauf? Nein, ne? Was haben wir übersehen? Muss irgendwas sein. Ich rübergehe. Das ist ein Bereich. Schauen wir uns das mal an. Versteckter Hain. Wie heißt eigentlich dieses Gericht, das ihr gestern Abend zubereitet habt? Gegrillter Treviso mit Citrus Banya Cauda. Ich mag das nicht, wenn die sich wiederholen. Oh, also es war wirklich ausgesprochen lecker. Das freut mich. Es war als Kind eines meiner Lieblingsessen. Wisst ihr, ich denke... Vielleicht sollten nur noch wir beide kochen. Ab sofort, meine ich. Anscheinend gefällt Bellara das Essen von den anderen nicht. Gut zu wissen. Alter, wie viel wir gerade freischalten. Und ich denke, wir haben Elefantwald schon... beinahe zu 100% freigeschaltet. Was geht denn jetzt ab? Da haben wir noch einiges zu tun. Eine Grube. Voller dunkler Brut. Lasst uns die dunkle Brut erledigen. Oh, eine Verderbtheitsblase. Die haben wir gesucht. Die brauchen wir. Erstmal besiegen wir die Gegner, damit die Gegner uns nicht stören. So. Alle Gegner weg. Jetzt geht's ab, Leute. Wir haben diese Verderbtheitsblase gebraucht. Oh, noch mehr Gegner. Wir müssen die alle besiegen, Leute. Sonst stören die uns. Weil die Monster aus dieser Blase sind schon sehr stark. Oh mein Gegner. Die Gegner noch.
gewesen sein. Okay. Gute Arbeit, Leute. Eine Sekunde. Lass uns mal alles kaputt machen, bevor wir hier anfangen, was Wildes zu machen. Treffe ich von hier nicht? Da ist eine Truhe. Da unten ist, glaube ich, noch etwas. Jawohl. Ich habe dich nicht vergessen, Verderbtheitsblase. Ich will mich nur absafen. Tür. So, heilen wir mal. So, dann haben wir das alles freigeschaltet. Und können uns jetzt auf die Verderbtheitsblase konzentrieren. Die wir gebraucht haben tatsächlich, wie die letzte Goldstatuette. Da ist der Drecksack. So, machen wir den mal weg. Kurzen Prozess einfach, zack. Jawohl. Jawohl. Guck mal, gut Schaden. Und ciao. Wir machen den Weg frei. Ein Streiter nach dem anderen. Es müsste der letzte oder vorletzte Streiter sein. Mehr ist denn... Oh mein Gott, wie viel Schaden ich noch bekomme, weil ich brenne. Das wäre geschafft. Amulett episch, nice. So, ich glaube, ich kann hier hoch. Wir machen gerade alles andere... Aber nicht die Quest. Aber Leute, ganz ehrlich, das ist wichtiger als die Quest, die wir gerade als Auftakt da haben. Wir haben jetzt den letzten Streiter, glaube ich, besiegt und können die letzte Statuette holen. Es war eine wichtige Mission, eine sehr wichtige Mission sogar. Und ich freue mich gerade sehr drauf. Hier ist die Truhe. Das Ding brauchen wir auch noch. Oh, Elementar-Orb. Einzigartig. Elektrizitätsschaden, okay. Und Stacheln. Aber ist gerade zu schwach. Vielleicht muss man es leveln. Viele Wölfe. Zack. Was macht es jetzt? Ah, wow. Da müssen wir auch hin. Mehrere Wege, Leute. Das bringt mich total durcheinander. Das ist ja geisteskrank. Kampf deaktiviert. Wir kämpfen noch gar nicht. Na, wir haben die Truhe gelootet. Jetzt machen wir weiter. Wir müssen auf jeden Fall hier 1, 2, 3 Videos machen. Mit den ganzen Nebenmissionen und den Secrets. Kommt kein Weg drum vorbei. Hier könnte ich, glaube ich, sogar noch rüber. Aber egal. Obwohl. Ist da was? Wir haben Gesellschaft. Wo denn? Ich hab das Gefühl, wenn ich hier jetzt weitermache, kriege ich die Quest nicht zu Ende. Deswegen gehen wir zurück. Wir machen das später, Leute. Das mit dem Looten.
machen wir später. Hier gehen wir noch im versteckten Heim. Tür verschlossen. Oben war was. Hier darf man anscheinend eigentlich nicht hoch. Hallo? Ist da draußen jemand? Oh ja, wir sind da. Das ist vermutlich einer der vermissten Schleierspringer. Reißen wir die Barriere ein. Er muss ein magisches Relikt sein. Bam. Ciao. Hobby. Irgendwas? Wir holen euch da nochmal raus. Jetzt aber. Ich habe gerufen und gerufen, aber niemand kam. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Sag doch einfach danke. Waren so dunkel. So dunkel. Aber ich werde es schon durchstehen. Ich finde allein zurück zum Lager. Ja, das würde ich hoffen für dich. Gut, die zweite haben wir geschafft. Also die zweite haben wir geschafft, wie gesagt. Gibt es einen Weg? Okay, das ist mit der Tür gewesen. Die Tür können wir nicht aktivieren. Das war das. Die Markierung führt uns dahinter. Diese Richtung. Hier ist aber was. So, zack. Oh, dann aktivieren wir das da oben. Verstehe. Das da oben brauchen wir für was anderes. Hier waren wir ja schon gewesen. So. Das hier. Weiß doch nicht wohin. Können wir aber gleich herausfinden. Da. Wahrscheinlich mehrere, die wir aktivieren müssen. Da hinten ist ja noch eins zum Beispiel. Ja. Wie die Truhe. Oh! Auf dem Desktop gelandet. Zu viele Tasten gleichzeitig gedrückt. Passiert auch mal. Dieser magischen Relikte. Okay, da ist nichts. Ist explodiert, oder? Ja. Da ist es. Irabelas Lethalin. Inner Salinast. Einer war tot. Gehen wir zum letzten, Leute. Und dann werden wir dieses Rätselchen für die Truhe lösen. Das ist definitiv. Der letzte ist irgendwo da hinten. Wir haben gerade mal eine einzige Stelle gelöst. Waren wir schon mal? Achso, das war die eine Ecke, wo wir dann weitergelaufen sind. Ich wette, hier ist irgendwo eines dieser magischen Relikte. Sind wir weitergelaufen? Genau, die Barriere. Was hat sie gesagt? Wir müssen die Barriere erstmal lösen. Da. Wir sind hier vorbeigelaufen. Ein Relikt weniger, das hier für Ärger sorgt. Erstmal looten.
Nice, Frostast. Auf ungewöhnlich. Oh, den Schöpfern sei Dank. Hat euch Elio geschickt? Ich muss mit ihm reden, sobald ich wieder im Lager bin. Es ist so merkwürdig. Ich habe solche Relikte schon früher gesehen. Ich weiß, wie sie funktionieren, aber dieses war einfach anders. Ich denke, das waren alle. Gehen wir zurück zu Elio. Nee, wir gehen nirgendwo hin. Wir werden jetzt erstmal das hier lösen. Das hier. Das muss ich... Ich muss es aber erstmal verstehen. Da ist zum Beispiel eine Ecke, die wir freischalten müssen. Es gibt mehrere Stellen, die wir freischalten müssen, damit wir das Energiestrahl bekommen. Und mit dem Energiestrahl können wir dann... Oh nein. Können wir dann die Barriere lösen, um die Truhe zu erhalten? Bellara, dein Ernst. Süße kleine Bellara. Oh, okay. Ich muss erstmal auf die andere Seite. Die andere Seite. Hier unten gibt es einen Weg. Aber da oben gab es auch einen Weg. Schauen wir uns das erstmal an. Dafür müssen wir einmal wieder zurück. Aber zurück kommen wir nicht mehr. Verdammt. Ich kann hier nicht mehr hoch. Also müssen wir runterspringen. Okay, schauen wir uns hier mal um. Schnellweise freigeschaltet. Das war aus Versehen. Ich dachte, das ist eine Truhe, wollte die Truhe looten. Ey, hier geht es rüber. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, Leute. Ich glaube, wir kriegen das jetzt hin. Das ist Nummer 2. Jawohl, aktivieren. So. Wie viele fehlen uns noch? Oh, wir haben gleich eine Stunde voll. Müssen wir schnell zu Ende bringen. Da sind Gegner. Weiß nicht wieso. Und da unten ist noch etwas. Jawohl, ich hab's gefunden, Leute. Müssen gar nicht dahinter. Hier. Das müsste dann der letzte sein. Da haben wir diese nice Truhe, die da alles schön leuchtet. Voll Bock drauf. Yes. Da. Seht euch das an. Ja, ich wollte ein Foto machen und du störst uns. Wir snacken jetzt diese Truhe da hinten. Komm ich da hin? Von hier nicht. Sogar dahinter zu kommen ist eine Hürde, die man erst bewältigen muss. Irgendwo muss es doch einen Weg... Oh, verdammt. Ich hasse es, im Wasser zu sein. Das hätten wir ein bisschen besser gestalten können, damit man nicht sofort down ist. So eine Sekunde schwimmen wäre schon okay gewesen. Ich wette, hier ist irgendwo eines dieser magischen Relikte. Bro, die Quest ist schon rum. Gut, jetzt mal gucken. Wir sind, glaube ich... Ja, genau, da kann man rüber. Sehe ich schon. Haben wir es geschafft. Ey, ich bin gespannt, was in dieser Truhe da ist. Jetzt können wir ein Foto machen im Waldsumpf. Hier raus kann's losgehen. So. Wächter der Geheimnisse. Wow. Boah, der kann ja nur wild sein. Abhauen. Und Ult draufballern, Alter. Und den schnell weg. Ich hab Angst. Der Geheimnisse, wow. Sind wieder soweit.
Wehrt auch die Hälfte meiner Angriffe ab. Aber trotzdem sind wir zu stark. So, jetzt ist er weg. Und ciao. Blätterkrone erhalten. Schleierspringer stärker. Und Verbundenheit mit Bellara erhöht. Nee. Das ist wieder so eine komische Erinnerung. Wir sind zufrieden. Was wollt ihr? Warum jetzt geht's ab, Leute. Eisenschein, leichter Helm, nice. Schauen wir uns gleich an. Wir werden es euch zeigen. Bald. Das Ganze wird einfach von Mal zu Mal merkwürdiger. Okay. Leichten Helm schauen wir uns an. Verteidigung. Wenn ein Feind sich erzeugt, eine Erscheinung, die Feind in der Nähe angab und Exotikschaden vor. Alter, wie geil ist das bitte? Das müssen wir uns merken. Wenn ein von Ende zerspringt, es entfügt Feind in der Nähe. Ich glaube, ich snack das. Das ist cool. Wir machen Fähigkeiten Schaden weniger, ja, aber wir brauchen auch mal Verteidigung, Leute, weil wir sterben schon relativ schnell. Aber erstmal schließen wir diese Mission ab. Hierhin zurück. Damit wir das Video abschließen können. Wir haben 51 Minuten voll. Haben wir schon lange nicht mehr so lange Videos gemacht. Ich habe gehört, ihr hättet dieses Monsternest zerstört. Danke. Gerne, Bro. Ich habe die meisten eurer Freunde gefunden, aber einer hat nicht überlebt. Es tut mir leid. Oh, wir kennen alle die Risiken, aber es ist trotzdem schwer, wenn jemand verletzt wird. Es gibt noch ein letztes Relikt, das wir niemals gefunden haben. Solltet ihr darauf stoßen, seid vorsichtig. Ich glaube, jemand manipuliert die Magie in Alethan. Ich werde versuchen, auf mich aufzupassen. So. Die Misere der Schleierspringer. 500 mit Lucanus erhöht. 100 Schleierspringer Stärke. Und Bellara Stufe 7. Nice, Leute. Wir sind durch. Im nächsten Video geht's dann weiter. Ciao, ciao. Wir machen auf jeden Fall hier weiter. Ich freue mich schon. Wir sind Stufe 33 geworden. Nice, nice. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.